So, jeder von uns hat eine Natur und jeder von uns hat ein Motiv. Ja? Und Motive, das kommt nachher, die sind sehr, sehr stabil. Die ändern sich meistens auch nicht. Und daraus resultieren dann auch Ziele. Ne? Präferenzen, ich will nicht sagen, die sind instabil, aber die können variieren. Ja, weil man passt sich der Umwelt an, man passt sich den Anforderungen an. Der Alex Hoff war jetzt zum Beispiel auf einer Fortbildung. Aus einer Präferenz, sie haben sich da entschieden, ich mache mal umwelt- oder einflussmäßig eine Fortbildung, kann eine Kompetenz werden. Kompetenz hängt eigentlich nur was vom Lernen, also mit dem Lernen zusammen. Also Kompetenzen kann man sich aneignen. Ja? Und am Ende des Tages ist das eigentlich nur sichtbar, also das Verhalten ist nur sichtbar. Und wir haben eingangs gesagt, es gibt diese X-Theorie und diese Y-Theorie und man verfällt unheimlich schnell darin, also die Komplexität eines Individuums meint man immer am Verhalten messen zu können. Oder noch schlimmer, aufgrund von diesem Verhalten, ja, hat der oder die Person die Präferenz und das Motiv. Und deshalb ist die Natur von ihr oder von ihm schlecht. Ist ja Quatsch. Also müssen wir irgendwie aufhören, immer nur dieses Verhalten zu bewerten. Ja? Das ist vielleicht, also ich rede jetzt von mir und ich teile meine Gedanken. Und vielleicht bleibt das ein oder andere hängen, damit Sie wissen, wie ich ticke. Und das wäre schön, wenn wir uns darauf einigen, wie ich eingangs gesagt habe, dass wir alle Y von der Theorie her sind. X kann man auch gar nicht wissenschaftlich belegen. Und wenn Sie einer fragt, kann man ja mal ganz gut runterbrechen. Man muss sich schon mit den eigenen Motiven, mit den Präferenzen und mit den Kompetenzen auseinandersetzen, um vielleicht auch mal ein Verhalten zu erklären. Manchmal weiß man ja gar nicht, warum man das macht. Geht jedem so. Jedem so.